Ja, da sind wir wieder im Landwirtschaftssimulator, wieder mit dem Carbon. Hallo. Hi. Und wir waren gerade beim Landwirt 2014, der Ende November, oder? Erscheint. Wirklich, das war sie gar nicht. Ich glaube Ende November. Bah, November habe ich gelesen. Ich muss mich mal beim Hersteller erkundigen. Ich habe den ja in Skype. Muss ich einfach mal mich erkundigen. Nicht schlecht. Ja. Hat was nicht. So, was macht der hier? Ja, gut, der fährt. Hier steht ungenutzt ein Häcksler rum, aber wir häckseln auch irgendwie gerade nicht. Der eine. Na klar, Terratrek ist auch richtig produktiv hier. Stehen sich gegenüber. Die motzen beide, dass es nicht weitergeht. Beziehungsweise, wenn sie wenigstens motzen würden, sie sagen ja nicht mal was. Ja, es ist. Ich finde, also die Grundidee, dass wir nochmal auf das Thema zurückkommen, vom Landwirtschaftssonat nicht schlecht. Aber wo bleibt die? Also, die Engine ist einfach schlecht. Die ist wenig auf Performance aus. Und man hat da keine Funktionen. Man macht immer nur dasselbe. Das, was an und für sich nicht so schlecht ist, vielleicht. Aber wieso gibt es nicht die Tiere oder am Hof irgendwas zu machen? Die Tiere sind ja auch nur, ist ja auch ein schlechter Witz. Das ist, also ohne Mods war ich schon ewig nicht mehr beim Nee, Landwirtschaftssimulator. das ist auch Quatsch ohne Mods. Aber es kann nicht sein, dass man nur auf die Modder verlässt. Das ist eben auch so ein bisschen Ja. komisch. Was ja beim. Also, ich habe mich da jetzt nicht näher informiert. Ich habe die Beschreibung nur überflogen. Was ja beim Landwirt richtig was Neues, Innovatives sein soll, sind ja A, die Missionen. Ich weiß noch nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe. Aber die sind ja komplett neu. Das hatte Giants ja auch nie drin. Und dann natürlich die Jahreszeiten. Ja, Giants hat es probiert mit Missionen und dann gibt es wieder Modder, die das Lohnunternehmen einführen und quasi das System für Giants viel besser machen. Also mit dem Lohnunternehmen-Mod hat man ja die Möglichkeit, entweder als Bauer zu spielen, also als Farmer zu spielen oder eben als Lohnunternehmer, Ja, das wo habe es ich auch mir extrem geil ist. vorgestellt. Und der Landwirt, was er nur neu hat, sind Jahreszeiten, gibt es beim Landwirt. Und geile Geräte und geile Grafik, also stimmig, richtig stimmige Grafik, also macht richtig Spaß. Welche Herstellermarken haben Sie denn drin? Boah, da müsste ich jetzt lügen, da habe ich ehrlich keine Ahnung. Okay. Also überhaupt nicht, da habe ich mir nur wenig informiert und mir wenig gemerkt, muss ich sagen. Ja. Weil Ich das schaue ist ja jetzt, ja? durchaus noch ein Punkt. Also ich meine, Glas würde ich schon mal gern sehen. Glas wäre wirklich eine Marke, die gefällt mir. Jetzt auch von den Geräten her. Wenn die drin wäre, das wäre schon ein guter. Ja, muss man schauen, ob da wirklich Glas dabei ist. Weil ich sag, im Agrarsimulator war ja kein Glas dabei. Da wären sie jetzt, glaube ich, eher, ich glaube, sie haben für Glas die Eigenmarke oder die Fantasiemarke erfunden. Statt Glas eben. Das ist, ja, glaube ich, für die Lizenzkosten einfach schwer leistbar. Und UIG ist nicht gerade ein Konzern, also von dem her. Ja, aber Giants und Astragon ja auch nicht. Eh nicht, aber deswegen machen sie ja nichts. Weil die Ja. Geräte, wo es die Standardgeräte sind, da hab ich mich mal erkundigt, das sind, das kann man sich quasi als ein Lizenzpaket kaufen. Also bei der einen Lizenz sind die ganzen Firmen dabei: Deutz, Same und wie Kramer und wie die alle heißen. Das ist angeblich ein Echt? Lizenzpaket. Also sie haben nicht da 10 gekauft oder so, sie haben eins gekauft. Und Ehrlich? ja, Kohle sparen. Verstehe Naja, ich schon, gut, ist ja klar, Geld richtig. will jeder sparen. Ja, sehr richtig, keine Frage nicht, aber man muss halt ein bisschen was zurückgeben. Und Ja. sie geben nichts zurück, sie nehmen nur und was nicht, keine Ahnung, mir fehlen da die Innovationen. Ich muss sagen, ich habe jetzt, wie gesagt, schon über 350 Spielstunden und ich habe einfach blöd gesagt, die Schnauze voll. Ja, hat man aber auch irgendwann nach einem Spiel. Ist schon richtig, aber Ich ich denke. hätte halt mehr Lust drauf, wenn ich ein fettes Add-on kriege, mit Ja. Maps, mit Fahrzeugen und vielleicht mit Features, so wie beim 2011er, wie dann die BGA gekommen ist
Und irgendwann hat es die Platin Edition gegeben und da war halt richtig alles dabei. Ja. Aber da weiß nicht. Wobei das natürlich auch im Laufe der Zeit, also ich meine, direkt nachdem LS13 rauskam, waren ja dann die Unterschiede dadurch, dass LS11 kurz davor war, war ja der Kontrast noch größer. Dadurch, dass man jetzt eine Weile LS13 spielt, ich denke, da wird dann auch das letztendlich, stellt man sich gedanklich darauf ein, dass weniger passiert ist. Weil man einfach nicht mehr so den Kontrast hat. Möglich, aber unterm ja. LS13 ohne Feldkauf kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich dachte anfangs, Feld, so trivial es auch klingt, ich habe zwar nie LS11 gespielt, aber ich dachte mal, Feldkauf, oh Gott, kommt er gar nicht voran, aber so jetzt von Zeit zu Zeit, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, es sind halt unterm Strich halt wenig Verbesserungen. Ja. Sicher, die Grafik ist anders im Gegensatz zum 2011. Andererseits im 2011 war es realistischer, was auch nicht schlecht war. Und wenn man sich jetzt anschaut, was jetzt aktuell für Mods sind, die für den 2011er sind, das ist Wahnsinn. Also das ist extrem, was da für Mods rauskommen. Da gibt es richtige Forstmaps, also wo man richtig Wald machen kann damit oder Wälder quasi ernten, also Bäume fällen kann und so Sachen. Das dauert halt alles noch für den 13er. Aber unterm Strich von der Grafik her gefällt mir der 11er besser, weil es einfach echter ausschaut. Und es sind ja sonst keine Innovationen drin, es ist ja sonst nichts. Die Engine, also du weißt das ja als Let's Player, du weißt, wie groß das die Parts werden. Ja. Oh, ja, und es liegt. Ja. Scheiße, Vollernte umgefahren. Ja, okay. Und das liegt auch nur daran, weil die Engine so schlecht programmiert ist. Okay. Ja, da war das mit den Parts und Let's Player, naja. Also wenn ich höre, was Guten so hatte, auf der Two Rivers, was hatte der? Also über ein Gigabyte locker. Na locker, ja, der hat irgendwo zwischen 3 und 5 Gigabyte gehabt oder 2 und 5. Ja. Also ich nehme inzwischen, klar, nur noch HD. Full HD würde ich nicht mehr hochgeladen kriegen. Das wird auch meine Grafikkarte nicht schaffen. Ja. Aber aufnehmen, Fraps, anzeigen bestimmt 25 MPS, aber auf FPS. MPS? Was wären das? Egal. Aber aufnehmen letztendlich dann doch nur so 12, 13, 14, 13. Und selbst das gibt noch Parts von 500 MB. Okay. Wenn ich das mit X-Media Recode encodiere. Krass, ja. Ich weiß eh, wie das ist. Also deswegen mache ich eigentlich nur die kurzen Videos, was ich jetzt mache, und mir reicht das auch. Oh, klasse. Ich hasse Vollernter. Die neuen Vollernter sind in Sachen Abtanken so scheiße. Ja. Egal, warte ich halt, bis er ganz voll ist, dann muss er warten. Wow, wow. Ja, wie gesagt, du machst im Moment viel Mod-Vorstellungen. Fast nur, ja, weil es einfach schnell geht und weil es ja, gut ankommt. Das gut. Ja, das habe ich auch gemerkt. Wenn ich wieder mehr Zeit hätte, würde ich das auch machen. Mhm. Aber okay, das ist immer so eine Sache. Du hast noch ein, zwei andere Spiele nebenbei laufen. Ja, ich bin gerade auf einer Selbstfindungsphase. Also jetzt aktuell mache ich nebenbei Assassin's Creed 3, weil ich einfach selber richtig Lust auf das Spiel habe. Und ich bin auf der Suche nach einem weiteren Spiel, aber da fällt mir gerade nichts ein. Ich habe jetzt mit ein paar YouTubern, ein paar größeren YouTubern Kontakt gekriegt, möchte ich jetzt fast sagen. Und die ticken recht genial. Und da viel Gerät, was man auf YouTube nur so machen kann. Aber da bin ich, wie gesagt, gerade dabei, dass ich irgendwas nur am Kanal mache, weil immer nur Landwirtschaftssimulator ist auch ein bisschen fad. Das ist, wenn ich könnte, würde ich auch schon längst was anderes machen. Ja, man muss ja nicht komplett weggehen, aber schon so zwei Drittel was anderes und ein Drittel Landwirtschaft. Weil gerade diese Mod-Vorstellungen gingen nicht so extrem schnell, dass man da eh locker was anderes nebenbei machen kann. Nee, jetzt. Die
der Rübenernte ist unmöglich. Katastrophe ist es, was der wieder abtanken will. Ich soll jetzt noch hinfahren. Was ich jetzt auch noch mache, ist Battlefield 4. Okay. Da habe ich auch, Shooter sind gar nichts für mich. Ja, normal auch nicht, überhaupt nicht. Also keine Ego-Shooter und kein Call of Duty oder so. Aber Battlefield 4, also das geht immer. So, Rübenernte. Rübenernte. Jetzt machen wir es mal andersrum. Helfer raus. Rohr einfahren, Rohr ausfahren. Ah, jetzt geht's. So ganz plötzlich. Naja, okay, gibt Dinge, die muss man nicht verstehen. Da hinten steht der Traktor direkt vorm Ernter. Dass da nichts weiter geht, ist halt auch klar. Und jetzt erzähl doch noch mal was. Wie hast du es genannt, über deine Petition? Das Video. Ja. Ich habe probiert und im Nachhinein, ich weiß nicht als Fehler, aber ich habe einfach das Gefühl, es ist komplett falsch aufgefasst worden, zum Teil, also wirklich nicht nur, aber zum großen Teil schon. Ich habe mir gedacht, dass 8 Euro einfach viel zu viel sind für DLC, egal was für Marken, egal was für Firmen und egal, fast egal was für Umfang, aber für 5 Geräte sind 8 Euro einfach zu viel und ich habe mir gedacht, irgendwas. Also wenn man nichts macht, ist es auch verkehrt. Dann habe ich gedacht, was ich machen kann. Und dann habe ich ein Video gemacht und habe dazu aufgefordert, dass man da einfach reinschreibt, ich bin dagegen, mit dem Hintergedanken, dass man das nachher zu Giants bringt, unter Anführungszeichen, und dass sie einfach das einsehen, dass das vielleicht ein bisschen teuer ist oder was auch immer. Aber unterm Strich muss ich leider sagen, das Video ist falsch angekommen, falsch aufgefasst worden und ich habe auf das Video etliche schlechte, böse Kommentare gekriegt und die habe ich alle bannen müssen, die Leute, weil ich das einfach nicht zulasse auf meinem Kanal, weil ich auch selber nicht so bin und mich das nicht interessiert und ich mich im echten Leben auch nicht mit Idioten abgibt, deswegen war es auch nicht auf meinem Kanal. Ja. Aber schade eigentlich, ich habe es eigentlich wirklich nur gut gemacht und habe in dem Video gesagt, dass ich das so geil finde für die Modder eben, dass die das machen, für die ist das fast kein Geld kriegen, außer das, was durch die Downloads generieren, auf uploaded. Aber es ist halt falsch, es war mir auf jeden Fall eine Lehre, dass ich sowas nicht mehr mache. Also egal was dann ist, aber ich hab's probiert, kann ich sagen, aber es hat nichts gebracht und von dem her schade. Es gab ja mal vor allem zu Zeiten von LS11 mal von LS Infos die Aktion immer eine kostenlose Variante zu den DLCs, die sie da zum Download gestellt haben. Ja, wenn es das gäbe, dann waren wir ja schon zufrieden. Giants letztendlich, das hat denen auch nicht so gefallen. Das ist auch der Grund, warum es das jetzt nicht mehr gibt. Aber es wäre dann doch mal interessant, was es schon alles an Mods von Federstadt gibt. Spricht man das überhaupt aus? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall 5 Geräte ist viel zu wenig. Das was jetzt cool wäre. Ja, red du. Okay. Was jetzt noch cool wäre, wäre vielleicht eine die Seedhawk. Weißt du, was das ist? Die Na? Ganz große. Das ist so eine 18 oder 25 Meter Schneidwerk. Quatsch, Sämaschine. Was rede ich schon? So ein richtig großes. Die hat dann hinten die Sämaschine und hinten dran nochmal einen anhängergroßen Tank auf Rollen. Das Teil ist richtig, das hat's richtig in sich. Oder noch ein bisschen Unterfußdüngung in die Maschinen rein. Dann wäre es mir auch wert. Ja, ich habe auf einen Kommentar geantwortet. Ich habe kein Problem damit, wenn das Hauptspiel 50 Euro kostet und ich dafür wirklich ein geiles Hauptspiel habe. Aber ich habe ein Problem damit, wenn ein DLC mit 5 Geräten 8 Euro kostet. Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich bin mir 100% sicher, wenn dieses Jahr Hausnummer in 3 Tagen der Landwirtschaftssimulator 2015 erscheinen würde für den PC, würden sie den alle kaufen um 50 Euro. Aber sie brauchen ja selber 2 Jahre für die Entwicklung und dann sind sie auch selber schuld, wenn sie keine Kohle haben oder keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ja, ist der Kölner meist für leer, der Lexi, und der ist nicht leer. Ach, jetzt wird er leer, gut. Gut, dann willst du noch ein paar machen oder hast du noch anderes vor?
Einen können wir noch machen, aber dann bin ich weg. Okay, gut, dann machen wir noch mal eine kurze Pause. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.